Hallo und herzlich willkommen hier in Thüringen. Wir werden ein bisschen jetzt die Parkplätze machen. Vor der Papierfabrik von am Arsch. Da wir unsere Ernte jetzt durch haben und ich ja nicht mehr bestellen möchte. Und dann bietet sich an, dass wir hier noch ein bisschen Wald haben und den entsprechend abarbeiten können. Ne? Geht irgendwie nicht. Dann nehmen wir so einen Baum. Ja, nebenbei wird noch Milch verkauft. Da ist fleißig einer bei und fährt. Und die Lage kommt nur vom Lager in die BGH. Und ich brauche viel Holz. Ne? Also viel Hackplätze, Papier. Also Marketproduktion, Zement richtig los. Und das bietet sich an, das können wir gut Wüste. Haben wir fast voll, ne? Aber nur fast. Jetzt haben wir voll. Ob wir was verschenkt haben, weiß ich nicht. Hoffe mal nicht. Weil ist auch egal, kann man nicht ändern. So, da geht es in den globalen Markt. Kam aus Feld. Irgendwann muss ich sehen, dass wir dann noch entsprechend das ganze Lager hier leer bekommen. Überhaupt. Über die Silage bei und vorher habe ich auch schon ein bisschen geschickt in die Verarbeitung. Und zwar für Mischfutter. Ein bisschen Mischfutter habe ich auch schon eingefahren in den globalen Markt. Und mal sehen. Hier haben wir noch die Silage drin, das kriegen wir auch noch weg. Wahrscheinlich muss ich mal sehen, was wir da, wenn das Wetter überhaupt nicht wird, dann müssen wir halt das ganze Zeug halt ja veredeln, ne? So irgendwas. Lohnt sich richtig. Große Reserve im Rohr. Gibt da voll Gas, ne? Wahnsinn. Da können wir was richtig viel Geld verdienen. Aber Felder kaufen wir keine mehr. Wir werden es mitnehmen und dann entsprechend auf der anderen Seite entsprechend alles ja, uns einrichten, ne? Für das Geld. Brauchen wir nichts leihen. Das Sägewerk verlegen im Grunde erstmal nicht dort errichten, sondern einfach nur erst hier verkaufen. Bei Gelegenheit. Muss ich mal sehen. Weil ich das mache. So. So, das hier mache ich auch keinen mehr. Ja. Ja, jetzt komme ich drauf. Auch kein Holz mehr ins, ins Sägewerk. Ne? Also das würde ich mir doch ein bisschen ersparen. Die Arbeit. Schneller, ne? Ohne dass wir groß. Müssen wir mal sehen, Bäume fällen per Hand, ob das besser geht. Probieren, ne? So, mal runtergehen. Grün geht's. Egal. Zack. Das schlagt mich nicht.
Vielleicht nicht so schnell. Ich kann mich wieder raus. Nur da. Auch keine gute Lösung. Gibt's doch gar nicht. Ah, so ist besser. Mal testen, ne? Was besser ist. Wahrscheinlich nicht, aber. Na doch. Von daher gesehen, das ist gut. Der Hänger ist voll. Wollen wir sehen. Ein bisschen blöd, bergab, weil er schiebt, ne? Wir rollen mal bergab. Berghoch, rückwärts kommen wir eh hochgefahren, ne? Wir haben kaum gebremst. Ich wollte hier vorne beim Aufwecker im Hang. Dunkel. Aber wir haben Licht. Muss ein bisschen mehr umändern, also die Fahrtrichtung. Nee, geht doch. Kommt nicht gleich so. Na, also, den Rest da, kann ich gesehen. Muss ich wegmachen, das kann nur sein, dass irgendwann aufliegen, ja, und dann kommen wir nicht weiter. Wir haben nicht mal gewonnen. So einiges rauf und rein im Fahrzeug, ja, ist ja auch noch Platz ohne Ende.
Akten. Dann brauchen wir lange für. Und schön den Punkt zu treffen, ne? Noch ein Zug, dass der Hänger entsprechend Gewicht hat und das dadurch nicht so gut fahren lässt. Also ja, ein noch. Dürfte reichen. Auf geht's zum Händler. Fast voll, immerhin. Also blenden, ne? Muss ja nicht sein. So, da sind wir wieder. Nach mich immer zu fahren? Naja, das ist ein kleiner Anhänger, der kann den ganzen Tag fahren. Silage, ein bisschen BGH voll, oder? Naja. Ich wollte die Forschung mal 15 km/h. Oder das ist leer. Das kann auch sein. Dass das Lager jetzt leer ist. Schau mal nach. Bin ja nicht neugierig. Ja, das ist leer, glaube ich. Gut, ist leer. Das ist gut. Eine Aufgabe geschafft. Ich kann den Mumm auf Heu. Heu. Ja, wenn man die Lage mal abkippen. Heu nicht zu BGH. Das wäre etwas blöd. Abladen, globaler Markt. Weil das ist ja dann kontraproduktiv, ne? Weil ja, das ist ja hier. Das Düste. Das ist ja. Bei der BGH kriegst du dafür nicht viel. Also mal kurz gucken. Mal selber mal schauen. Aber. BGH. Heu. Das müsste Heu sein. 180 und Mist würde Silage 270 bringen. Also das wäre also total. Ne? Also Mist wäre noch ein bisschen akzeptabel, ne? Aber kann man lieber Heu zum Mischfutter machen, ne? Besser. Wär blöd, wenn wir das hier verschenken würden, ne? Wenn die Arbeit dahinter steckt, ist ein bisschen zu heftig. Anführungszeichen, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt noch schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter in Thüringen. Ja, jetzt mit Heu und ich werde noch ein bisschen Hackschnitzel machen. Hackschnitzel für die Marsch und so weiter, ne? So, jetzt ist die Nacht, werden wir ein bisschen schneller vorspulen. Dann mal fahren und wir machen kurz, ich mache kurz Pause und wir sehen uns wieder im Hellen. Ne? Tschüss, ciao, ciao, bis dann. Ne? Ich darf den Weg noch laufen lassen und die
Heu halt jetzt, ne? Ich werde jetzt mal ganz kurz mal oh, Kaffee machen oder so, aber der Kaffee hätte ich mir zu spät. Aber wie gesagt, ich werde schauen, dass wir jetzt ein bisschen Mist wegbekommen. Das wollen wir machen. Und wir müssen aussteigen und dann mal tschüss. Ciao. Danke fürs Reinschauen. Bis morgen, ne? Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.